Hier wäre auch noch ein Nostradamus-Rätsel. So. Und so wie es aussieht, geht es natürlich um die Hinrichtung des Königs. Wer hätte es gedacht? So, wo ist jetzt genau hin? Hab jetzt nicht nachgeschaut. Ne, den will ich jetzt nicht in der Arme laufen. Das sind noch mehr von denen. Na toll. Hier schaut es doch ganz gut aus. Hier ist noch eine Koop-Mission. Ah, hier ist doch wieder Elise. Jermaine ist irgendwo auf den Tribünen, schaut da hin, ist noch ein Ludwig den 16. an. Okay. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Jermaine kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Bringt den Verurteilten vor! Okay, Jermaine mit eliminieren. 2 Fundstücke, 8 Verstecke, okay. Also, ihr habt schon gesehen, es gibt hier irgendwo einen unterirdischen Eingang bei einer. Bei irgendeiner. Bei irgendeiner. Na, sagt schon, gut, Jermaine, muss es irgendwo einen unterirdischen Eisgang geben. Na, warum springst du sich drunter? Das sind doch Tauben. Okay, nehmen wir halt hier unseren Ausgangspunkt. Okay, ich muss mich auch beeilen, sonst killen die uns mit dem König weg. Getötete Schützen, okay. Was sind die Schützen? Komisch, was war das? Nee. Was geht mit Medizin? War ja so klar, dass wir da unvorbereitet da reingehen in den Kampf. Ja. Fail meinerseits. Natürlich sehen die mich wieder. Ich will eigentlich nur den Eingang finden, der. Okay, hier geht's auch. Dürfte ich auch ziemlich unbemerkt reinkommen. Natürlich habe ich jetzt wieder die meiste Aufregung auf mir. Okay, der eine Tod war jetzt verdient. Was steht da? Medizinfahrer, das ist knapp. Haben wir irgendwo ein Geschäft? Hier. Das dürfte, glaube ich, noch sogar eine Missionsreichweite sein. Ohne, dass ich die synchronisiere.
Ah, der ist sogar mitten im Pulk. Auch nicht. Noch besser. Ich brauche unbedingt Medizin. Mit 3, das ist zu wenig. So unvorbereitet, wie ich wieder mal in den Kampf gehe. So. Na komm, wo bist du? Ja. So. Kurz neu ausrüsten. So, dann kannst du ja weitergehen. Ja, hier ist gar nicht geschützt drin. Auch nicht schlecht. Die überwachen. Ja, hier eine Patrouille und da zwei Leute, was normal gehen können. Kann man die irgendwie ausschalten? Den mal lieber nehmen. So, keiner bemerkt. Jetzt kann ich unbemerkt hoch. Hallo. So. Und tschüss. So, jetzt bin ich im... Na, jetzt... Lass du los, danke. Jetzt bin ich im Untergrund. So, wo kann ich hin? Wo kann ich hin? Hier mal lang. Ah, und sehe ich, wo halt die Wachen überall. Nice, nice, nice. Hier. Ah, hier komme ich sogar unten durch. Fast nicht gesehen. So. Oh. Da ist schon mal. Und da ist eine Truhe. Das nur den einen Aufgang da drüben? Sieht fast so aus. Runter mit der Rübe. Weil hier ist nichts. Und wie hier? Was ist denn hier lang? Okay. Hierher. Okay, hier ist nur ein normaler Ausgang. Nee, da ist nichts. Nieder mit der Tyrannei! Hier geht's auch nicht lang. Hier vielleicht? Nee, hier ist auch geschlossen. Warum sind hier alle Zugänge geschlossen? Ich versteh's nicht. Ja, ich weiß, da drüben ist schon mal. Ein Fundstück. Auch nicht nett. Auch nett. Nett, nett. Wo komme ich hier nicht lang? Das wäre doch so schön. So, was haben wir hier oben für uns? Wow. Alter Schwede. Eine Menge Wachen. Patrone entdeckt mich sicher, wenn ich hochgehe. Da kommt noch eine. Alter. Also ich müsste schnell hier rüber ins Versteck, oder? Also den Zelten. Ich schätze mal, wenn ich mit denen anlege, schlage ich. Oh, die haben mich schon entdeckt. Wie ist mir gedacht, die entdecken mich. Jetzt muss ich meine Chance nutzen. Mit besten Gelten. Doppelattentat auf die beiden. So. Nein. Fuck. Na, geh runter. Runter, der Pool. So.
Das ging noch gut aus. Das ging echt gerade noch so gut aus. Da ist Chameur. Ich muss kurz abwarten, bis sie wieder verschwinden. Ach, zeig mir. Sehr gut. So, da war der zweite Schützenturm. Wie gut ist denn der bewacht? Nicht besonders, so wie es aussieht. Nee, da sieht mich jemand. Oh, wer hat mich jetzt gesehen? Wer von den Bastarden hat mich gesehen? Ich beide schalte ich auch mal aus. Fuck. Aufmerksamkeit hat er recht. Aber wem? Also da ist eine Patrouille. Der Schütze da oben, was man jetzt gesehen hat. Ja, natürlich. Der bewegt sich schon so komisch. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier hochkletter. Zeig dich! Ich weiß! Nieder mit der Tyrannei! Die Schützen sind mir also gefällt. Jetzt warte ich mal kurz die Patrouille ab. Ah, die geht dann da lang, okay. Kann ich in Ruhe eigentlich die beiden? Ah, okay. Hallo, Arnaud. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten schon dabei. Monsieur de la Serre. Ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als ein Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Bitte dienen. Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Schützt den Großmeister! Denise, wir müssen los. Ich schaffe das. Hol dir seine. Alter. Elise! So den Gegner betäuben, bitte. Was hast du mit dem gemeint? Die Raub. Egal. Da kommen noch mehr! Ich hab nicht ausgesucht! Ja, du!
warte! So. Du verlierst dein Tempo, roter Mann! Schaff noch mehr, nicht da rein! Elise, es ist vorbei, weg hier! Wer hat das auf mich geschossen? Welcher Arsch war das? Der hier wahrscheinlich. Na komm, 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 komm. Nein! Warum muss sie immer weiterlaufen? Da kommt noch mehr! Ich schaffe das! Hol dir Samar! Das ist es nicht wert! Ist absurd, gegen so viele kannst du nicht kämpfen! Ich werde ihn nicht entkommen! Komm, lauf! Elise, warte! Ihr seid doch alles auf Schalt, ihr revolutionärer Bastard! Versuchst du wegzulaufen? Zu langsam! Die darf noch mehr, nicht da rein! Elise, das ist vorbei! Weg hier! Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Na komm. Ein bisschen schnell laufen könntest du wohl. Leer. Er muss zu Fuß unterwegs sein. Ah, das ist eine gute Elise! Weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Harte Worte von Elise. Ja. Und ich hätte mal gesagt, wir beenden mal hier die Aufnahmesession. Es waren wieder genug Fails dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz alledem. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession zu Assassin's Creed Unity. Tschüss.